Moin, moin, was geht? Auf zum Japan-Tag. 11 Uhr. Gute Zeit. Gutes Wetter. Bisschen Wolken. Aber wird gut, denke ich, wird gut. Mal sehen, wenn ich alle so treffe. Bin gespannt. Sind wieder viele Leute erwartet. Ja, könnte geil werden. Und ich habe auch noch eine kleine Kostümierung dabei. Mal sehen, ob ich die gleich auch mal anziehe. Ja, gucken wir mal, was hier abgeht. Das ist super, leider erfahren musste. Ah. Okay, erster Versuch. In einer Form, die immer wieder viel Spaß macht, die wir deshalb auch zu Beginn haben, da wir dann einen speziellen kleinen Bodenbelag noch drauf haben. Tja. Das sind die Sumo. Den hab ich noch gar nicht geworfen. Die gleich hier sind, ist unser Bildschirm da. Der ist auch vom Judo. Okay, Entschuldigung. Der ist aber vom Judo. Ey, wie ein Gott. Erster Versuch und direkt alle getroffen. Hier ist schon echt voll. In der Mitte. Der Kollege schreit hier seit 10 Minuten rum. Keinen interessiert. Ausgeteilt. Und wir jetzt da stehen. Oh! Boah! Oh! Ja, dazu. Gewinner. Also, ich muss schon sagen, das war kritisches Erlebnis hier. Und wir hatten fast den Punkt gewonnen. Und dann habe ich doch noch. Und dann am Ende ging's. Doping ist keine Lösung. Mein Name ist Lukas Podolski. Vielen Dank. Surprise! Ich bin heute als Koala unterwegs. Ich kann es ähnlich aufnehmen. Im Auftrag der. Doch, ich kann auch. Als Koala unterwegs im Auftrag der Faulheit habe ich es mich geschafft, doch nochmal zu bewegen. Aber nur, weil wir Matcha-Eis gefunden haben. Matcha-Eis. Matcha-Eis. Matcha-Model. Matcha-Model, Matcha-Eis. Fauler Koala. Matcha Koala. Ich gehe auch gleich wieder schlafen. Ich habe mich schon echt genug bewegt. Oder? Ja. Ich darf mich nur 2 Stunden am Tag bewegen. Das ist voll wichtig. Sonst sterbe ich. Das ist ein Fakt. Ich bin wieder nackig. Mir war zu warm. Es war einfach zu warm. War es kalt? Nein, es ist warm. Es ist nicht kalt. Hier ist kalt. Aber ich glaube, wir essen einen Burger bei What's Beef, oder? Okay, los, lass uns machen. Echt? Weil ich war da noch. Echt? Ja. Echt? Ich bin so überzeugend. Geil. Pause vom Japan-Tag. Rote Johannisbeere und Sauerkirsch. Gib mir ein Interview. Hi. Was verteilst du hier? Ich mache Werbung für das Lucky Chocolate Maid Café. Bist du auch eine Maid? Ich bin Ehrenmaid. Letztes Jahr Gamescom gekürt worden. Sehr geil. Ich habe gerade geblinzelt, aber das sieht man nicht mit der Brille. Hat man gesehen. Ja? Ich bin übrigens echt so dumm zu essen. Hat man hier richtig gekleckert. Scheiß rotes Zeug, mal gucken, ob ich das rausgewaschen bekomme. So, ich mache jetzt mal kurz Pause hier, gehe mal arbeiten und bin dann heute Abend wieder da. 7:15 geht's weiter. Bis später. Du. Wunderschöne Dame da. Du auch. Möchtest du der Welt was sagen? Ich glaube, ich bin zu alt für den Scheiß.
Ehrentag. Ich gehe jetzt noch auf einen Geburtstag von der lieben Sarah. Vielleicht filme ich da noch. Wenn nicht, würde ich an dieser Stelle schon mal Tschüss sagen. Ich habe einfach mal so ein bisschen gefilmt, was so passiert ist. Und ja, hoffe, ihr habt Spaß gehabt. Tschüssi.